Welt, seid mir gegrüßt. Na, wie ist es bei euch? Ich hab ne Opel Witwe am Start. Sensationelle, oder? Knülle. 15? 16? 17, 18, 19, 20, 21, 22. Der hier fehlt. Den irgendwo weglaufen sehen? Das darf nicht wahr sein. Komm, irgendwer kommt noch. Ja, Gorilla. Nein! Du standst mir im Weg. Ich wäre reingekommen. Nein! Nein! Es ist doch nicht dein Ernst. Hättet ihr nicht mal abhauen können? Ja. Könnt ihr irgendwas, aber ich überlege, ist da noch was? Ich habe übrigens eine Hose an. Wir hatten auf der Autobahn 5 Grad. 5 Grad und leichten Regen und die Leute sind echt gefahren, als hätten wir irgendeinen Blizzard, der irgendwie durch die Bude rauscht. Es sind alle noch 80 gefahren, weil sie Angst hatten. Und ich bin schön mit dem E-Auto mit 105 Tempomat gefahren. Ich bin vorbeigerast wie ein Gestörter. So, komm hier, jetzt machen wir mal hier Rennen. Oder hast du Angst? Bist du feige? Du feige Sau. Niemand. 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 Feige Sau. Ich würde sagen... 3, 2, 1, los! Ja! Ich bin langsam. So. Oh, Unfall! Oh, genau wie bei Zurück in die Zukunft! Genau wie bei Zurück in die Zukunft! Das war der Rolls, der kam aus der Seite raus. Ja, der Rolls war's. Perfekte Szene. Bestes Leben. Also du hast 200 Euro mehr bezahlt, hast eine nutzlose Karte bekommen. Ja. Und aber du warst der Erste, der die nutzlose Karte bekommen hat. Okay. Und ich glaube, du hast den ein oder anderen kostenlosen Bildschirmhintergrund bekommen. Oh, ja gut. Jetzt bin ich... Den willst du auch haben, oder? Jetzt bin ich dabei. Ja. Sehr schön. Steff meinte, doof bin ich. Das hier? Ja, auf der Karte, auf dieser Karte, genau. Ja, das ist ja das. Das ja, da doch. Ist das da. Okay. Das ist dieser Kasten. Ja, dann sieht es passend aus. Aber wenn wir nach Süden gucken, gucken wir am Haus vorbei. Das ist der beste Monat. Das tun wir ja auch. Wenn wir nach Süden gucken, gucken wir dran vorbei. Ja. Das ist Weltklasse, ich sag's dir. Das passt, finde ich. Weltklasse. Gut. Duke Doom, danke für den 8. Monat, der allerbeste. Und yay! Was? What? Moment. Das gucken wir uns jetzt genau an. Wo geht da schon mal die Straße, wo wir stehen sollen? Oh, die gibt's zweimal, die Straße. Guck mal ein bisschen weiter vorne. €13, €6. Nur mal so. Das ist die Gebrauchsanweisung. Bestimmungsgemäße Verwendung ab 5 Jahren für den privaten Gebrauch. Mist, ich bin geschäftlich unterwegs. Hiermit erklärt Delta Sport Handelskontor GmbH, dass dieser Artikel mit den folgenden grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen übereinstimmt. 2009/48 EU Spielzeugrichtlinie. Lagerung und Reinigung. Nur mit einem trockenen Reinigungstuch sauber wischen. Wichtig, nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen. Gebe ich acht. Entsorgen Sie diesen Artikel und die Verpackung umweltschonend. Sehr gut. Also, wichtig, dass das dabei ist. Ich finde es auch gut, dass das... Was eine böse Woche. Das ist aber sehr böse. Dann wird die nächste Woche geiler. Das ist der beste Monat. Ihr wisst ja, das Gute ist das... Also, das Bessere ist das guten Feind. Andersrum, egal. Das denke ich mir jedes Mal, wenn es ein geiler Monat war, dann muss der nächste ja nochmal richtig drauflegen. Nein, das heißt, wenn es ein scheiß Monat war, wird der nächste großartig. Automatisch. Das ist ja perfekt. Das finde ich schon sehr erstaunlich. Ich weiß gar nicht mehr, wo der Aussichtsturm war. Was macht ihr denn dann mit dem Armklemm? Gar nicht Sicht. Sag mal. Ganz im Kronmilch. Wir parken ihn um. Ich hab euch beide Flaschen gelegt. Lass nochmal kurz. Ich würde gern was probieren.
Gorilla, geh mal kurz beiseite. Ach, jetzt habe ich mich auf den blöden Zaun geschafft. Mit der Gabel kann ich ihn zu dir schieben, Thomas. Ja, ich würde gerne mal kurz hier mal raus, aber ich habe mich mit diesem Zaun hier begattet jetzt und ich glaube... wie kann ich meinen Traktor zurücksetzen? Habe ich noch was anderes als einen Finger? Ich habe einen Uhr. Ja, nein. Warte. Einmal. Toffifee-Packung. Warte. Toffifee-Packung. Ja, die Toffifee-Packung hat genau 6 Hüllen drin. Und das heißt, bei 3 Hüllen, ich muss sie in die Mitte bringen. Sagt meine Knick-Knack-Packung so einmal hier. Also laut offizieller Toffifee-Messung ist es echt die Mitte. Ja, bei mir auch. Knick-Knack bestätigt die Messung. Toffifee auch. 16 Meter! Ja! Dank erfolgreicher Toffifee-Messung. Genau, alle in Gorilla. Ich habe auch, weil heute der Gorilla nicht dabei ist, mal Pasta am Start. Ja! Ich traue mich das nie zu essen, wenn er dabei ist. Weil dann habe ich Gorilla-Tränen da. Aber jetzt so kann ich ja mal ein paar Rigatoni nebenher essen. Eigentlich wurscht. Ah. Ja, wenigstens keine 14. Oh, nein, Mann. Danke, Klim. Ich habe hier ein theoretisches Platzproblem. Das könnt ihr euch ja ausmalen. Weil ich meine, hier, Anwaltspraktikant. Mach mal einen Screenshot und schick die wieder an deine Lego-Leute. Ich bin nicht Importeur, ich kann nichts dafür. Also ich war es nicht, ich wollte es nur gesagt haben. Der Motor hat aber mehr Gewicht als der von Lego. Vielleicht ist der qualitativ besser. Bei 3-0 bin ich hier hinten ganz entspannt. Da kann nichts mehr schief gehen. Oh. Ta, ta, ta. Das wird zweistellig. La, la, la. Ja, würde ich sagen, 6-1. Und ab dafür! Was da der Trick ist, warum die Clippy-Figuren funktionieren und die von Human nicht. Auf der anderen Seite glaube ich halt auch, dass Lego von Lidl keine Zollcontainer aufhalten lassen kann. Das geht nur mit kleinen Firmen bei uns in Deutschland, nicht mit großen Firmen.